Neun, da sind wir wieder. Wir haben den ersten Winter überstanden. Wenn ich jetzt irgendwie fand, dass der schon gestern vorbei war. Aber, naja, okay. So, ich habe mir das Inventar hier vollgepackt. Nicht wahr? Wir haben jetzt einige Quests abzugeben. Und damit fangen wir jetzt an. Nicht wahr? Wir haben die 8 Fälle für den Großauftrag. Dann könnte ich noch eine Schnur mitnehmen, sehe ich gerade. Ah, guckt, wir haben es erforscht. Schön, 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 schön. Könnte ich noch eine Schnur mitnehmen? Das sehe ich nämlich jetzt gerade, weil wir haben schon eine. Könnten noch eine. Na ja, gut, das sind Trophäen, ist egal. Hirschjäger machen wir nebenbei. Salbei habe ich dabei. Knoblauch. Dann die Hacke und Schaufel, das geht noch nicht. Und hier habe ich Seilfell. Die Baumstämme. Ja gut, so viele Baumstämme kann ich nicht tragen. Im besten Willen halt nicht, ne? So, hier ist ein robustes Hemd. Das können wir jetzt bauen. Gucken wir kurz. Da ist es. Dafür brauchen wir Hanf und Schnur. Kein Ding. Eigentlich. Sollen nur Hanf mitbringen, wenn wir wieder zurückkommen. Aber das sehen wir dann. Ich glaube, der hier wollte was haben. Lass mich kurz gucken. Die Kräuter hier. Ich finde keine Zeit mehr. Den Trank bauen in Ordnung, ist fertig. Alles klar. So. Der Clou in der Sache wäre auch gewesen, der ganze Scheiß wächst wie bei ihm im Garten. Außer der Knoblauch. Ne, der Salbei wächst hier. Der Rest leider nicht. Aber Knoblauch, mein Gott. Laufen wir einmal da hinten hin. Wo wir ihn ja vorhin gesammelt haben. Also gestern. Und gut ist. Mal kurz mal langsam laufen. Vielleicht ist hier ja ein Hirsch. Dass wir die Chance haben, das Geweih zu bekommen. Weil das ist ja auch ein Quest. Das Hirschgeweih. Weil das hat irgendwie nicht jeder Hirsch dabei, auch wenn jeder Hirsch ein Geweih hat. Aber hier scheint es gerade keine zu geben. Dann laufen wir über die zentrale Kreuzung weiter zum nächsten Dorf. Das würde mich kurz interessieren. Kann ich die Bäume fällen? Wenn es keine jungen Bäume wären. Kann ich. Das ist gut. Weil da fälle ich schon mal die Bäume vor. Die brauchen ja Holz hier, die netten Herren. Die dicken Stämme. Hast das Huhn erschlagen. Okay, das ist jetzt natürlich Arsch. Jetzt habe ich einen Baum gefällt. Er liegt jetzt in dem Gebiet von dem Dorf. Schade. Dann fällen wir in die andere Richtung. So. Irgendein Tier sieht mich auf jeden Fall. Aber das war, glaube ich, kein Hirsch. So. Das lassen wir da liegen. Jetzt gehen wir da. Jetzt gehen wir ab. Das hier. So, kurz finden. Da vorne ist er. Hallo. Make it quick. I need to work. I'm sorry, but I don't have any job for you at the moment. Anything else? So, ja. Ja. I am a man of my word. Danke. So. Das haben wir. Und die nächste. Nämlich das hier. Das ist es gewesen. Gut. Kann ich nochmal eine Schnur wegbringen? Die muss
Da hinten rennt sie weg. Stop. Ja, ist klar. Eltern? Greetings. Anything else? Tschüss. So. Haben wir zwei Schnüre. Perfekt. Hier. Die nächste. Bringen wir einen Teil hin. Wo ist er? Ist es der Älteste? Ist es der Älteste? Hier. Oh. So. Jetzt müssen wir im Inventar ja eigentlich wieder leer sein, ne? Ja. Wo rennen die denn jetzt hin? Oh, die werden angegriffen. Von Banditen. Da rennen sie. Direkt getötet worden alle. Wir hatten keine Chance. Aber ich kann leider nichts abstauben. Sehr schade. Aber gut. Wir holen uns jetzt den Baum von draußen. Zumindest schon mal zwei Sticken. Oh, da ist ein Hirsch. Da liegt er. Nein, hab ich gehört. Oh, getötet. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass diese Hits die direkt one-shotten. Bitte ein Geweih, bitte ein Geweih. Ja, kein Geweih, schade. Aber großes Fleisch. Das ist auch schon mal ein bisschen was. So, ich hoffe, ich kriege jetzt noch zwei Baumstämme mit. Ich glaube es aber fast nicht. Oh doch, gerade so. Ja, gerade so. Gut. Dann bringen wir ihm jetzt auch die Baumstämme. Dann haben wir wieder eine Quest fertig. Grüße. Ich habe hier. Hier ist alles. Kein Ding. So, was möchte ich haben? Der Typ ist schon gut in Forschen, aber wir geben ihm noch ein bisschen mehr. Nö. Oh, du hast eh schon wieder eine neue Quest. Essen, alles klar. Ich werde mich drum kümmern. Gucken wir direkt, was er will. Stücke geräuchertes Fleisch. Geil, wir haben nicht mal einen Räucherofen. Naja, gut. Ja, ich mach schon nichts, alles gut. Das verfolgen wir jetzt. Das heißt, zwei Baumstämme. Das heißt, ein Baum brauche ich noch. Du bist so klein. Die sind aber leider nur große Bäume, wa? Egal, ist das so. Hauen wir den kurz weg. Können wir den einen Baumstamm mit nach Hause nehmen? Wenn ich es nicht vergesse. So, eingepackt. Dem guten Marek vorbeibringen. Das ist doch der, der wieder wegrennt, ne? Der Zimmermann da. Und hey, diesmal kommt er zu uns. Ja. Ja, sicher. Gut gemacht. Also hier und komm morgen wieder. Ich habe die Teile dann fertig. Aha. Wie bis morgen warten? Was soll das denn?
Arschloch. Okay. Ja, jetzt haben wir nichts mehr. Außer den Heiltrank, ja? Die habe ich mich fast vergessen, die Mission. Back to the fields, plenty to be done today. Wo ist er? Oh, ist er. Bleiben Sie stehen. Hier ist der Trank für deine Kuh. Und wieder bis morgen warten. Höhenaufgaben. Aufgaben. Okay, so kein Problem. Bis morgen warten. Das sind die Dings. Gut, dann werden wir die Quest verfolgen. Und wieder nach Hause laufen. Ja, genau. Hier kommen sie wieder. Die Banditen. Da sieht man sie. Wie schnell die weggemacht werden. Da kommt er. Zack, ein Schwinger. Zwei Schwinger. Die töten sich sehr gegenseitig hier. Ja, hack rein da. Ja, kein Ding. Brauche ich nicht mitmachen. Die schaffen das alleine. Alles Profis. Aber wir brauchen jetzt ein Räuchergestell. Geil. Ich wollte noch irgendwas mitnehmen. War das Hanf? Oder einfach Flachs, wie immer. Ich weiß es nicht. Ich nehme Flachs mit. Flachs brauchen wir für alles. Und wenn ich da jetzt erstmal gefühlt 20 Stück mitnehme, sollte das... Ach, das ist ganz... Sieht nur so aus. Das Inventar ist voll. Sind scheiße. Wegen dem dicken Baum. Da ist ein Hirsch. Es steht die Chance, ne? Die Chance besteht. Bump. Ha, seht ihr? Also der Hit war, glaube ich, sogar besser wie der letzte. Aber er ist weggelaufen. Da renne ich jetzt auch nicht hinterher. Er verblutet leider, glaube ich, auch nicht. Also warten wir auf den nächsten. Dann bring ich schnell mein Zeug in die Kisten. Ja, die eh voll sind, ich weiß. Aber kann man ja schon mal reintun. Auf jeden Fall den Baumstamm weg. Na, der Baumstamm, der ist überbewertet da drin. Hier sind die auch wirklich voll, ne? Hier geht ein bisschen was. Packe ich mal die Samen rein. Die Felle. Das Essen mache ich selber diesmal wieder. Brauche ich jetzt noch Holz. Ein Holz wird nicht reichen. Zwei Holz wahrscheinlich auch nicht. Aber mal gucken. So. Lass brennen. Gut, in der Zeit kann ich eigentlich mal einfache Schnüre machen. So, drei oder so. Ist ja nicht verkehrt. Um ein paar auf Reserve zu haben. Weil wenn wir die brauchen, denke ich. Und wir leveln unser Handwerksgeschick, ne? Herstellung? Herstellung. Bestet. Herstellung, ja. Ja, Landwirtschaft 3, ne? Das wird noch ein bisschen dauern. Wir haben noch gar keine Landwirtschaft.
Von daher. Mal kicken. Erstellung ist das, was ich gesagt hatte. Ist erhöht. Sehr schön. Jetzt auch der zweite mit Ernten zusammen. Ist schon mal schön. Das ist schön. Hier kriege ich gleich 1000 Punkte dazu. Im Bogenschießen. Wie sieht es hier aus? Essen ist gleich fertig. Gut. Jetzt kann ich hier zumindest ein bisschen was einlagern. Ich brauche auf jeden Fall neue Kisten. Das brauche ich ja. Ja. Es ist Forschung. Wie geht's eigentlich ihm hier? Lernst du noch? Nö. Dann lernst du jetzt. 44 Minuten! Gott, Gott. Gut. So, fertig. Große Fleisch. Essen. Zwei Platz haben wir. So. Bis jetzt so richtig sehe, sind alle Truhen voll. Nein. Oder auch nicht. Dann nehme ich das eine Fleisch eben mit. Vielleicht kann ich es verkaufen. Oder wir brauchen es für die Mission. Mal gucken. Jetzt sehen wir ja. Könnte ja eigentlich auch mal auf dem Weg laufen, ne? Wäre ja vielleicht ein bisschen schöner. Oh, nur ein bisschen. Die rennen immer alle weg von mir. Was soll denn das? Wo ist er? Da hinne. Irgendwo. Ja, da ist er. Did you bring everything that I asked? Ja, hier. Finally I can work on this and retire. Nothing but venison dinners and evenings swigging mead. Take this coin for a job well done. Geil. Das nehmen wir. Handwerk. So. Und noch eins jagen. Danke. Dankeschön. Bis. Jetzt ein Topf. Und drei Münzen. Alles klar. Junge, der Pilzeintopf sieht aus wie abgelaufen. Abgelaufen, genau. Wie schlecht. Ist ja auch so wild. Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall die... Hello, friend. Ich habe was Besonderes. Oh, I see. Verkaufen hier. Weg damit. 90 Vertrauen dazu. Schön. So, was haben wir jetzt noch für Missionen? Jetzt haben wir nicht mehr viel, jetzt haben wir noch die robusten Hemden. Nee, wa? Hirschgeweih, warten bis morgen, Schaufel und das Speicherfleisch. Das können wir noch nicht. Das ist was für bauen. Zuerst brauchen wir neue Kisten. Ganz nagelneue. So. Ist die Frage. Ich denke, ich stelle die einfach dahinter. So. Noch eine. Geil. Gut, der arbeitet. Das ist schön. Weil macht sie sogar. Alles klar. Direkt fertig. Guter Mann. Klaue ich ihm mein Holz. So.
kann immer noch schnell Holz machen. Du wusstest ja nicht. Aber das kann er wahrscheinlich auch. So. Und Abfahrt. Holz. Zweimal bitte. Hat sie einfach schon fertig gemacht. Alles klar. Ist der Mann. Der ist ja richtig gut, der Junge. Sind da sich was zu essen? Oder zumindest packt er das jetzt um, oder was macht er da? Scheint so. Das ist jetzt natürlich gut. Hier echt was um. Ist ja krass. Der Sachen um. Ich ist cool. Könnte ich hier jetzt theoretisch eine Holzkiste komplett machen, ne? Jetzt rennt er weg. Hab ich das. Hä? Aber wieso hat er nicht alles rausgenommen? Egal, ich mache jetzt meine eigenen Kisten. So. Kann mir meine Füße fassen hier. Das kommt da nämlich nicht rein. Da kommen nämlich die ganzen Pflanzen rein. Das ist verdorbenes Essen, das kommt da auch nicht rein. Dann hier rein. Hier kann es nicht. Gut, was haben wir jetzt hier? Haben wir jetzt noch Samen? Das fällt nämlich mal raus. Hier ist doch auch verdorbenes Essen. So. Leder. Das normale Essen behalte ich kurz. Pflanzen. Verdorbenes Essen. Samen. Samen bleiben hier. Samen sind mir erstmal egal. Verdorbenes Essen. So, eine Same raus. Da wieder rein. Wo will denn der mit dem Holz hin, bitte? Ah, das muss ich ganz schnell deaktivieren. Dass er hier keine Hauptstämme drin lagert, bitte. Das möchten wir nicht. Die packe ich mal gleich um hier rein. Das Wetter ist echt nicht schön, ne? So, wie sieht's hier drin aus? Das war eigentlich mal die Essenskiste, ne? Glaube ich. Dann machen wir das doch auch wieder. Heute nehme ich mit, brauche ich eh gleich. Und hier kommen die ganzen Pflanzen noch rein, wie die passen natürlich. Samen waren hier. So. Hier sind auch noch Pflanzen und Samen. Ich hoffe, der lässt das auch so, wie es ist. Und dann bin ich einfach wieder hin und her zu räumen. Das wäre ja dann ganz schön wild. Achso, wie sieht es eigentlich bei mir hier aus? Ich lerne gerade nichts, also lerne ich jagen. Und der Rest geht in die Kiste. Er fängt schon wieder an umzupacken. Junge, was soll das? Das macht doch gar keinen Sinn. Vielleicht muss ich das echt alles ausschalten. Ja, das nervt jetzt ja schon. Und wenn du selber nicht mehr weißt, wo was liegt, weil der da alles durch die Gegend räumt. Warum? Macht gar keinen Sinn. Aber gut, er ist beschäftigt, würde ich behaupten. Ja, scheiße, nee. Dann können wir ja die Tasche hier mal fertig machen, ne? Haben wir schon mal angefangen zu forschen. Und ich gucke jetzt, was der Temp braucht. Wir brauchen nur Hanf und Schnüre. Gut. 6, 10. Das waren doch Schnüre, ne? Ja. Gut. Dann, ja, warten wir mal kurz, ne?
Da haben wir die 10 Stück auch schon fertig. Das geht ja immer, ne? Boah, sind schnell. Sag ich mal. Sollen wir noch einen bauen? Habe ich mich vertan. Einmal zu wenig geklickt. War es ja nicht wild, ne? Der ist ja alles nicht so wild. Gut. Essen. Nom nom nom. Was macht er denn jetzt schon wieder? Er springt die Stämme nach oben. Das ist doch schon mal gut. In der Zeit hat er übrigens die Tasche. War wird's angezeigt? Hätte ich gemacht. Da ist er. Könnte ich sogar herstellen wahrscheinlich. 5, 5 und 5. Hier habe ich 2. Habe ich einen. 5. Das ist 5 und 5. Ja, das lag alles jetzt irgendwie total durcheinander. Ja, bauen wir jetzt mal die Tasche. Oh Gott, die dauert ja auch wieder lange. Ja gut, 1 Minute 25, ne? Eigentlich jetzt nur noch 1:10. Jetzt sind schon mal 15 Sekunden weniger. Ja, das geht ja. Ich brauchte 3, war ja nicht 5. Ja. Aber Geld haben wir ja auch schon ein bisschen, ne? 1400. Weiß ich noch nicht, was man so alles kaufen kann. Irgendwann mal. Aber, ja. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich würde gerne wissen, was hier der Unterschied ist. In diesem Symbol her. Das eine ist Kleidung, das andere ist Rüstung. Ah. Okay, dann weiß ich schon, was der Unterschied ist. Und das hier ist Ausrüstung halt. Ja. Okay. Das heißt, die Tasche kommt jetzt nach hier, ne? Oder da? Das ist ein Speisebeutel. Ich habe jetzt eine Tasche. Jetzt muss ich ja mal Platz haben irgendwie, oder? Oder wie oder wert? Wie funktioniert das jetzt? Die ist ganz schön groß. Oh, ich habe nicht eine Tasche da unten jetzt. Da kann ich ein Holzstück reinpacken. Wahrscheinlich, zumindest. Krass. Gut, wir brauchen auf jeden Fall wieder Schilf. Ne? Schilf, it is. Hier packe ich mal die Schnüre rein. Oh, habe ich in die Tasche gepackt. Natürlich interessant. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Schnüre. Ja, es ist auch schon spät in der Nacht. Das Räuchergestell wird dann auf jeden Fall da gebaut werden müssen. Da brauche ich aber Zinn. Das heißt, ich muss nochmal Zinn holen gehen. Ist ja auch alles kein Problem. In dem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Das war eine weitere Folge hier von Bellride. Mich selber Likes, Abos und Kommentare freuen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin und tschüss.